Meine sehr verehrten Damen und Herren, bitte haben Sie Verständnis, wenn ich mich an ungewohnter Stelle an Sie wende. Aber Joseph Haydns Schöpfung kommt zu einer Zeit, da allseits Schöpfung endet, nicht mehr ohne Kommentare aus. Man kann die schönste, die herzlichste und die redlichste Musik, die unserer Welt je zugeschrieben wurde, nicht mehr reinen Herzens singen, spielen oder dirigieren, ehe nicht die Ironie, die mittlerweile über jeder Note lagert, aufgehoben wurde durch den Einspruch, durch das Wort. Joseph Haydns Werk beschreibt gewiss eine ideale Welt, die Schöpfung vor dem Sündenfall. Doch es war auch die Welt Haydns zugleich, gerade noch. Noch waren sie vorhanden, unbedroht und ungefährdet und vermeintlich unerschöpfbar reich an Zahl. Alle jene Tiger, Adler, Walfische, die Vögel, Insekten, das Gewürm. Noch brauchte man sich nicht zu sorgen um den Fortbestand der grünen Matten, um des Bergbaches heilen nass, noch war das Sonnenlicht nur gut und golden. Nicht der Sündenfall des Alten Testaments, den Haydn anspricht, erst der Sündenfall, den unsere Generation beging, schloss mutwillig die Tür zu Haydns Paradies und machte seinen Schöpfungskatalog zur roten Liste. Artentod, meine Damen und Herren, Artentod. Wir mussten dieses Wort erst erfinden, um das Umfassbare, wenn nicht schon begreifbar, so doch wenigstens benennbar zu machen. Schöpfung zu bewahren, die Verantwortung für alle Mitgeschöpfe auch in schlimmen Zeiten mitzutragen, ist ein Auftrag, den die Bibel in den Mythos von der Arche Noah fasste. Unser heillos überfülltes Boot jedoch schloss mit den Menschen auch noch die Geschöpfe aus. Nach uns die Sintflut. Und wenn dieses Boot in gar nicht ferner Zukunft stranden sollte, könnte unsere Erde wieder, wie vor aller Schöpfung, wüst und leer sein. Denn heute schon, und dies, meine Damen und Herren, ist das Sachstand, sind von etwa 1,2 Millionen Arten, die noch 1950 auf unserer Erde lebten, 250, also jede fünfte, ausgerottet, tot für immer, und 500.000, also jede zweite, auf das Aussterben bedroht. Wie, meine sehr verehrten Damen und Herren, soll man unter solch einer Last, unter der Last dieser Zahlen und des Wissens, unter dem Unsäglichen an Leid, an Zerstörung und milliardenfachen Schöpfungstod, die Schöpfung von Joseph Haydn da eigentlich noch musizieren? Wie soll man sie anders hören, anders dirigieren, denn im besten Fall als ein Requiem die täglichen Bilder der geschundenen, gekeulten Kreatur vor Augen? Aber andererseits,
die Zuversicht in diesen Noten. Die Abbildung, wie Gott die Welt gemeint hat, der unglaubliche Schöpfungsjubel, den Haydn einst aus seinem Welterlebnis zeichnete und für uns alle aufbewahrte, setzt dies nicht alles zugleich ein Maß, um unsere Misslichkeit, um unseren Sündenfall in seinem ganzen Umfang zu ermessen? Setzt es nicht den Maßstab, was wir wahren müssen, um in dieser und mit dieser Schöpfung weiterhin zu überleben? Haydns Musik muss jubeln, damit wir nicht verzweifeln. Natürlich, es geht nicht darum, nun um eines hehren Ideals willen jeden Lebensfortschritt für die Menschen aufzuhalten. Unbeantwortet aber steht allein die Frage, was denn Lebensfortschritt sei und ob er gegen die Natur, gegen das Leben überhaupt zu denken ist. Denn dass der Mensch und Gottes Schöpfung keine Gegensätze, sondern eins sind, da sie sich in ihrer Existenz bedingen, das hat nicht nur Joseph Haydn jedem Satz und jeder Note seines Werkes eingeschrieben. Alles Trachten bislang war stets auf Überleben in der Schöpfung, auf Leben und auf Leben lassen eingerichtet. Erst wir haben es geschafft, dies global umzukehren. Erst wir haben es erreicht, den eigenen Kindern eine Welt zu hinterlassen, von der es sich eben nicht mehr länger sagen lässt, ob man darin auch leben, überleben kann. Das Einzige, meine Damen und Herren, was wir der nächsten Generation an eigener Erfahrung lehren können, bleibt vorläufig, wie man sich und seine Umwelt unvergleichlich rasch und zuverlässig umbringt. Erst aus dieser Perversion des Schöpfungsauftrages lässt sich heute Haydns Schöpfung ganz ermessen. Nicht als Utopie, sondern als Forderung und als Auftrag. Um vor diesem Auftrag zu bestehen, reicht es allerdings nicht länger, schöne Noten schön zu spielen oder sie als musikalisches Erlebnis schön zu finden. Doch solange wir diese Schönheit dieses Werkes als Abglanz dessen fühlen, was in unserer Schöpfung, unserer Welt derzeit verloren geht und was es von Neuem zu gewinnen gelte, mag es immerhin ein Anfang sein. Ich danke Ihnen. Thank you.
schuf Gott Himmel und Erde. Finsternis war auf der Fläche der Tiefe. Zur ewigen Nacht.
machte das Firmament und teilte die Wasser, die unter dem Firmament waren, von den Gewässern, die ober dem Firmament waren. Und es ward so. Da tobten brausend heftige Stürme. Wie Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft schnitten feurige Blitze. Und schrecklich rollten die Donner umher. Die Fluten stieg auf sein Geheiß, der allerquickende Regen. Verheerende Schauer. Der leichte, flockige Mit Staunen sieht das Wunderwerk der Himmelsbürger Feuerschar. Und laut ertönt aus wie ein Kehlen der Schöpfers Lob, das Lob des zweiten Tags, das Lob des zweiten Tags. So sah er tönt aus wie ein Kehlen. Es erscheine das trockene Land, und es ward so. Und Gott nannte das trockene Land Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott sah, dass es gut war.